Und damit, meine Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zur Pharon-Feste. Ja, diesmal nehme ich euch direkt mit, hier direkt, wo es weiter ging im letzten Part, wo wir noch die Wächter des Abgrunds besiegt haben. Und ja, wir sind hier wieder mit den Dolchen unterwegs. Das wird auf jeden Fall lustig. Jetzt geht es mal auf, solche Knaben hier in die Tonne zu treten. Keine Angst, er steht gleich wieder auf. Kommt nur drauf an. So, danke. Wenn ich nämlich weiß, wie die stehen, kann ich da direkt mal drauf klatschen. So. Wunderbar. Der kommt nie wieder. Kartos Rot. Aha. Ich nehme da mal Magie. Ich hoffe, der Knödel kann mir nicht viel. Aha. Aha. Sehr schön. Ey. Was fällt dem Schweinepriester ein? Also, das finde ich nicht nett. Definitiv nicht. Und darunter müssen wir. Oh, ne. Das wird eine unschöne Sache. Aber gut, Freunde. Wird auf jeden Fall lustig. Und im letzten Part musste ich leider auch, so traurig es ist, oh, ne. Euer Ernst? Na, warte, Kollege. Ne. Sehe ich nicht ein. Flieg runter. Du gammliger fakotastischer Idiot. Na gut. Im letzten Part mussten wir nämlich noch die Diakone des Abgrunds easy going mal, so legen, also mit einem Kollegen, weil habe ich aber auch nur gemacht, weil er gerade so einfach zu mir kam. Wäre der nicht so freundlich gewesen, hätte ich das nicht gemacht. Wurde mir was angezeigt, ne? Ah, ne. Ist klar. Ja. Ist klar. So, darf ich mal? So, danke. Wollte gerade sagen. Die können mich mal kreuzweise, die Burschen. Nee, eigentlich. Okay. Daneben zwei Hits und dann ein Backstab. Wie auch immer. Hauptsache tot. Seele eines namenlosen. Seele. Aha. Interessant. Oder Kriegers, wie auch immer. Ah, da, 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 da. Da dürfen wir nicht über die Platte laufen, sonst sind wir im Arsch. Da oben war der andere Pflock, der uns abgeknallt hat. Huh. Wo kommen wir denn hier lang? Das wird interessant. Seele des namenlosen Soldaten. Ach, Soldaten war das. Und nicht eine namenlosen Seele. So. Ernst? Ich höre die irgendwie, wie sie sich zusammenrotten. Da hinten geht's lang, das weiß ich gerade. Ja, genau. Ist klar. Verpiss dich. Bye, bye. Oh. Dein Ernst gerade? Was hast du für eine Range, mein Freund?
Nee. Sehe ich nicht ein, Ich hoffe, hinter mir. Verdammt, ich habe ihn nicht erwischt, aber das wäre ein Backstab gewesen, ne? Man sieht's an der Ausführung der Klinge, ne? Foliant, okay. Interesting. Wenn ich jetzt einen Pfeilbogen, also einen Pfeil und Bogen hätte, so. Oh Gott. Könnte ich den einfach so easy wegnatzen, ohne irgendwas zu machen. Ja gut, der würde dann hier durchkommen, sicherlich. Der Ölgötze. Oh! Du Knallkopf! So. Heiliger Meter. Der hätte mich jetzt beinahe mein Leben gekostet. Weil der einfach zu unberechenbar ist. Nicht schlecht. Scharfer Edelstein. Interessant. Nee. Wenn ich dem jetzt abhauen kann. Einschlag. Au. Meine Fresse, hast du jetzt gebraucht. So. Wo willst du gerade hin? Yes. That's all right. Jetzt sind wir unten. Oben sind wir hergekommen. So, kleine Titanitscherbe. Jetzt habe ich sogar mal den schwierigen Weg genommen. Also schwierig ist er nicht wirklich, aber ist auf jeden Fall nervig. Ja, genau hier. Ja. Hier nach unten kommen wir zu unserem guten Kollegen. Das, also diese Quest werde ich durchlaufen lassen diesmal. Ab hier, damit ihr wisst, wo ihr hin müsst. Ist klar. Ist klar. Ah! Wechsel doch die Waffe. Wechsel doch die Waffe. Oh, oh. Ah, da ist Horace. Oder wie die andere heißt. Ja, genau. Oh, gleich beide besiegt. Oh. Das war wunderbar. Ah, hier sind noch zwei. Ja, genau. Wie ich jetzt Zeit hätte, um mit euch Fang zu spielen. So. Einen angedamaged und den anderen einfach so weggehauen. Ach, die Skelette auf einen Streich, die sind zu viel des Guten. Der sucht nämlich nach Horace. Oh, hello. How very fortunate. Have you seen my companion, Horace? To my shame, I was snared by a trap and we've become separated. I've not been able to find him since. Yes, I see. Horace is a valiant knight. He can look after himself, no question. He's probably searching for me right now, with twice the resolve. If you happen upon him, please tell him that I remain in the catacombs and will lay prism stones to guide him, as always. Please send him my word, I beg of you. May the flames guide your way. Danke. Dann geht's ja auch schon weiter. Ich weiß jetzt gerade nicht, was besser ist. Die Doppeldolche dafür.
Oh Gott, ja, flieg runter und gib mir. Ah, danke, Funkeltitanit. So. Komme ich da rüber ohne Bogen? Nee, komme ich wahrscheinlich nicht. Ich bin ein bisschen zugespickt mit Pfeilen, ne? Aber gut, immerhin. Wir haben das, was ich wollte, bekommen. Und wir haben mit... ich weiß nicht mal, wie sie hieß. Auf jeden Fall haben wir mit der auch gesprochen. Oh. Na. So. Scheiße, ne? Was, die ist zerbrochen? Ernst? Das habe ich ja selten bis gar nie gesehen. Und Totenknochensplitter, endlich. Ja. Das heißt, meine Wirkung wird noch verstärkt. Nein. Oh Gott. Nee. Oh Gott, oh Gott. Ernst gerade. Nee. So, weg. Warum will ich immer schlagen mit meiner Scheiße? So. Nein. Bin einfach viel zu schnell. Ja, genau. Ja, genau, ey. So. Genau, du Wichsknödel. Und das kann sogar auf mir abprallen. Ist ja klar. Oh, hi. So. Ich hoffe, ich komme da safe hinter, ohne irgendwie zu viel kaputt machen zu müssen. Nö, ist okay. Noch ein Estus habe ich. Das reicht. Wenn ich jetzt nicht allzu viel falsch mache. Da bin ich auf eine Taste gekommen, die nicht gerade cool war. Okay. Dann haben wir soweit alles. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ziemlich fail. Nein, nein. So, man könnte die Waffen hier auch für sich benutzen, aber eher weniger. Na. Na, warum? Ach, da hat sie noch so einen Lolli. Aha. Au. Ui, die schmeißen ja beide damit. Das war nicht so gewollt. Ja gut, sind nur 15.000 Lederstulpenhandschuhe aus welchem Leder? Zum Glück komme ich da jetzt easy durch. Wenn jetzt nicht schief geht, ne? Wenn nicht schief geht.
Und ich habe noch kein Bonfire, ne? Nee. Na dann, Katakomben von Katus. Genau. Ah! Fick dich ohne Spaß. Geh weg. So. Oh Gott. Nein. Jetzt habe ich 15.000 Seelen liegen lassen. Ich hasse es, auf dieser Brücke zu kämpfen, ne? Das sei mal gesagt. Ich hasse es, auf dieser Brücke zu kämpfen. Klar, 15.000 ist nicht viel. Die habe ich an einem bestimmten Ort in knappen 10 Minuten zusammen. Ohne Probleme, wenn nicht sogar 5. Eigentlich in 3 Mal. Ne, 4 Mal, dann habe ich sogar 16.000. Weil, es gibt so einen Ort, wo man Ritter besiegen kann, die 4000 Seelen droppen. Und wenn ich da dreimal denselben Ritter kille, habe ich 4k, ne? Und die spawnen immer wieder. So.
Ah, hello. We meet again. Have you seen Horus anywhere? Oh yes, I see. I've searched high and low with no luck. Perhaps he's left the catacombs. Oh, Horus, where have you run off to? Kann es sein, dass er an dieser Stelle des Spiels schon tot ist? Kann es sein? Oh Gott, nee. Fängt noch nicht an, ihr Vollidioten. Ja, nee, ist klar. Ist klar. Freunde, ich habe ein ultimatives Problem. Und das besteht aus Skeletten. Bei dem renne ich noch locker vorbei. Ne. Hier oben links hoch. Der Ding ist fort. Okay. Ja gut, dann wäre es soweit gewesen. Ich gehe hier aufheilen und wir machen im nächsten Part weiter. Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken für die 25 Minuten. Haben heute zwar nicht viel erreicht, aber vielleicht schieße ich noch eine zweite Sonntagsfolge raus, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.